Sachsens, nächster Ministerpräsident. Und damit sind wir mittendrin in der Sendung Das SPD-Duell Stefan Weil gegen Olaf Lies. Ich bin Nina Reckemeyer und neben mir steht mein Kollege Marco Schulze. Herzlich willkommen. Unser Experte im Studio, Dr. Max Reinhardt. Willkommen. Hallo. Danke. Hallo. Die SPD sucht ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2013 und das zum ersten Mal per Urwahl. Was bewirkt das für die SPD? Ja, das bedeutet, dass sie versucht, aus der Vergangenheit zu lernen, nämlich den Kandidaten nicht von oben zu bestimmen, wie das ja zum Teil auch nach der Bundestagswahl 2009 gelaufen ist. Sie versucht jetzt, diesen Prozess zu öffnen, indem sie die Mitglieder beteiligt. Und die Frage dabei wird sein, wirkt sie in die SPD hinein, wirkt sie darüber hinaus mobilisierend, gelingt das oder gelingt das nicht? Das ist noch vollkommen offen, denke ich. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Später gibt es mehr von Dr. Max Reinhardt, doch jetzt gibt es erst einmal die weiteren Themen. Kandidatencheck. Wir blicken auf Olaf Lies und Stefan Weil und begrüßen beide im Studio. Wahlkampf. Wir ziehen eine Bilanz der Regionalkonferenzen und Mitgliederentscheid. Wir klären die Fragen rund um die Urwahl. Die Vorstellungsrunde der Kandidaten ging gestern mit der Regionalkonferenz in Oldenburg zu Ende. Robert Dörst mit einer ersten Bilanz aus der SPD-Fraktion. In 9 Tagen ist es soweit. Am 27. November haben die rund 65.000 niedersächsischen SPD-Mitglieder die Möglichkeit, ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2013 zu wählen. Gestern ging in Oldenburg die letzte von 7 Regionalkonferenzen zu Ende. Die letzte Möglichkeit für die Öffentlichkeit, die beiden Kandidaten unter die Lupe zu nehmen. Die SPD-Landeszentrale spricht heute Morgen von rund 3.000 Gästen, die bei den Veranstaltungen vor Ort waren. Weitere 30.000 seien laut SPD via Internet dabei gewesen. Das erste Mal in Niedersachsen dürfen die Mitglieder ihren Spitzenkandidaten wählen. Die SPD spricht heute schon von einem vollen Erfolg der Kampagne. Auch für Stefan Weil und Olaf Lies waren die letzten beiden Wochen ein besonderes Erlebnis. Beide sprechen von einer besonderen Erfahrung und eine Zeit, die sie niemals vergessen werden. Stefan Weil sagte sogar, wir haben viel Vergnügen miteinander gehabt. Trotzdem wurde deutlich, dass beide einen sehr unterschiedlichen Charakter besitzen und sich in ihrer Außendarstellung doch deutlich unterscheiden. Allerdings, und darin sind sich beide einig, egal wer verliert, am Ende gewinnt die SPD. Und damit zurück ins Studio. Zwar waren 3.000 Mitglieder bei den Regionalkonferenzen dabei, doch wer kennt die beiden Kandidaten eigentlich außerhalb der SPD? Stefan Mursch hat sich hierfür auf neutralen Boden begeben und einmal in Braunschweig nachgefragt. Die Herren auf den Fotos. Wüsste ich das? Ich muss leider gestehen, nein. Kennen Sie einen der beiden Herrschaften auf diesen Fotos? Nein, tut mir leid. Kommt Ihnen auch keine bekannt vor? Nee, nicht wirklich. Leider nicht, nein. Leider nicht, nein. Muss ich gestehen. Ich vermute, sie beide sind Politiker. Na, Stefan Weil, klar, kennt man ja, ne? Wer ist das? Was macht denn der Weil? Also nicht, nee. Erkennen Sie diese beiden Herrschaften? Ja, also das ist das sind die beiden SPD-Kandidaten, die um den Ministerpräsidenten buhlen. Erkennen Sie die beiden denn? Der eine ist Oberbürgermeister von Hannover, ne? Das ist der andere. Der andere, genau. Und das ist der Parteivorsitzende der SPD. Genau. Wissen Sie, wie der heißt? Lies. Oh, der junge Mann ist besser als ich. Ja, die sind zwei Bekannte. Okay. Wer ist das? Der eine will Ministerpräsident werden und der andere auch. Einer der beiden Ministerpräsidentenanwärter der SPD ist der Landesvorsitzende Olaf Lies. Antonia Schanze und Pablo Agustirelli haben ihn näher kennengelernt und erfahren, was ihn mit Eseln, Croissants und Musik verbindet. Anfang des Tages für Olaf Lies. Ihm bleibt normalerweise keine Zeit zum Frühstücken. Aber bei Milchkaffee und Croissant durften wir den 44-Jährigen von einer ganz privaten Seite kennenlernen. Dabei verriet er uns, welches ungewöhnliche Lieblingstier er hat. Und auf die scherzhafte Frage, ob er sich als feinen Croissant-Typen einschätzt, antwortet er trocken. Ich würde mal sagen, ich bin das Graubrot, nicht das Croissant. Das passt, glaube ich, noch besser. Obwohl erst seit 2001 SPD-Mitglied, hat der gelernte Elektrotechniker eine schnelle Karriere hingelegt. Seit 10 Jahren ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, aktive Gewerkschaftsarbeit, 5 Jahre stellvertretender Landrat und seit letztem Jahr der Landesvorsitz.
Aber auch privat hat er mit Hof und Hund alle Hände voll zu tun. Jetzt bald wieder 4 Esel, dann 8 Laufenten, 8 Hühner, 2 Schweine, die mir der Kollege Ronald Schminke gebracht hat. Göttinger Minischweine, die einen Auslauf haben. Oh, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen. Genau. Denn diese seltene Zeit zu Hause ist ihm besonders wichtig. Weil ich finde, dieses Geerdetsein, zu wissen, wo man herkommt, die Familie und das Umfeld zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und die Kinder und meine Frau natürlich und auch meine Mutter sind für mich ganz wichtig. Und deswegen muss man ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Seine Frau kennt er sogar schon aus Studentenzeiten. Seit 26 Jahren. Unglaublich, ne? Die erste wirklich große Liebe. Schön. Sehr schön. Jetzt musst du ganz close auf dein Gesicht sehen. Tränen, aber Freudetränen. Ja. Olaf Lies wirkt authentisch. Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter hat er früh gelernt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das spiegelt sich auch in seinem Politikstil wider. Ihm sei das Miteinander wichtig und vor allem junge Leute möchte er wieder mehr für Politik begeistern. Man kann sich auch nicht verstellen. Entweder ist man so, wie man ist, authentisch, und die Menschen sagen, oh, der ist okay. Oder man ist es eben nicht, weil ich finde, wenn man den Menschen was vorspielt, das merken sie irgendwann. Wenn Olaf Lies beruflich in Niedersachsen unterwegs ist oder auf dem langen Heimweg nach Sande, dann hört er der Stimmung entsprechend gerne Musik im Auto. Manchmal ist es AC/DC, weil ich einfach nochmal richtig so ein bisschen was loswerden muss. Und ansonsten finde ich, gibt es ein aktuelles Lied, das, glaube ich, perfekt beschreibt, wie manche Politiker ticken. Ich muss nur noch kurz die Welt retten und 148 Mails checken. Also das ist wirklich, also ich darf gar nicht mehr nach Hause kommen. Die Kinder singen da schon vor. Und bei dieser Mission wollen wir ihn nicht länger aufhalten. Da draußen brauchen Sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Tschüss. Muss nur noch kurz die Welt retten. Ich darf jetzt Olaf Lies hier live bei uns im Studio begrüßen. Herr Lies, herzlich willkommen. Dankeschön, freue mich, hier zu sein. Klären Sie uns kurz auf, wie wollen Sie denn die Welt retten? Na, wir haben, glaube ich, jetzt auf den 7 Konferenzen gezeigt, dass wir eine Reihe von Themen haben. Bildung, Arbeit, Soziales. Und mit einer sozialdemokratischen Politik in Niedersachsen können wir da eine Menge bewegen. Die letzten Wochen beschäftigten Sie vor allem die Regionalkonferenzen. 7 an der Zahl war es. Hand aufs Herz, wie schwer war es? Vor jeder doch ganz schön aufregend, das muss ich sagen, weil natürlich auch immer eine Erwartungshaltung an einen selber da ist und auch die Erwartungshaltung der Gäste, die da ist. Aber irgendwie ist es komisch, jetzt wo es vorbei ist, denkt man, ja, warum gibt es jetzt keine 8? Also ein bisschen die Erleichterung, dass wir sagen, wir haben diesen Teil hinter uns gebracht, aber ein bisschen muss ich auch sagen, vermisse ich es auch, weil es auch toll war, mit so vielen Gästen und Genossinnen und Genossen zusammen zu sein. Seit Ihrem Eintritt oder Beitritt zur SPD im Jahr 2002 ging es für Sie ja immer nur steil nach oben. Sie haben auch vor diesem Duell mit Stefan Weil gesagt, Sie können eigentlich auch nur gewinnen. Was gewinnen Sie denn, wenn Sie die Wahl verlieren, zumal ja auch Ihr Landesvorsitz auf dem Spiel steht? Also ich finde, als Landesvorsitzender dieser Partei und nach der Zeit, die ich in dieser Partei erlebt habe, war es eine konsequente Entscheidung und auch meine Überzeugung anzutreten. Und wenn die Mitglieder dann entscheiden, es soll Stefan Weil werden, dann ist es die Mitgliederentscheidung. Genau das, was ich gewollt habe, dass die Mitglieder darüber entscheiden. Und für mich geht das politische Leben ja weiter. Ich werde bis zum 20. Januar 2013 dafür kämpfen, dass wir die Landtagswahl gewinnen, egal an welcher Stelle. Und ich habe eine unheimliche Erfahrung mitgenommen jetzt aus diesen 7 Konferenzen, aus den ganzen Wochen, die einfach für die weitere politische Arbeit unheimlich wichtig ist. Schauen wir mal einen Blick voraus. Sie werden Ministerpräsident angenommen. Was würden Sie als erstes umsetzen? Ja, es gibt immer so Dinge, die man sich vornimmt. Ne? Und ich will mal so die ersten Punkte nennen und dann mache ich dann den Break. Also Studiengebühren abschaffen, ich habe das immer wieder gesagt, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Weil ich glaube, das ist eine Aussage, die kann man nicht in den Raum stellen, die muss man dann auch umsetzen. Bevor Sie gleich auf die anderen Themen kommen, Studiengebühren. Ja. Die Hochschulen sind ja mittlerweile auf diese Studiengebühren angewiesen. Ja. Das Geld, was denn weg wäre, wo kommt das denn her? Das müssen wir kompensieren. Wir müssen in dem Haushalt darstellen und abbilden, wie wir mindestens den wesentlichen Teil dieser 90 Millionen Euro, die sind es für Niedersachsen, auch kompensieren. Weil natürlich wir nicht an die Qualität der Hochschulen wollen, aber wir müssen langfristig daran denken. Wir wollen junge Menschen für ein Studium begeistern. Und wir dürfen sie nicht durch Gebühren abschrecken. Und deswegen bin ich überzeugt davon, die müssen weg, aber die Hochschulen brauchen eine Gegenfinanzierung. Okay, was sind Ihre weiteren Themen? Zweiter Punkt, jetzt mal die Dinge, die gar kein Geld kosten, aber was bringen. Wir wollen die Ausbildungsausgleichsumlage in der Pflege wieder einführen. Das kann man sofort machen, da brauchen wir nicht mal 100 Tage für. Da brauchen wir nur die Regierung ins Amt setzen, dann kann der oder die Sozialministerin entsprechend entscheiden. Und was mir dann wichtig ist, um ein Ziel in der guten Arbeit auch darzustellen und deutlich zu machen, wir wollen das Tariftreuegesetz wieder auf den Weg bringen.
Das heißt, dass die Aufträge, die von öffentlicher Hand vergeben werden, nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif zahlen oder einen Mindestlohn von 8,50 Euro. Ich glaube, das ist ein konsequenter Schritt, den eine SPD-Landesregierung im Sinne besserer Qualität und besserer Möglichkeiten in Arbeit in Niedersachsen schaffen kann. Herr Lies, Sie haben gesagt, auf den Regionalkonferenzen, die Tage haben für Sie oft viel zu wenig Stunden. Also irgendwie hinten und vorne, es reicht immer nicht. Stimmt. Optimistische Ziele, die Sie uns jetzt genannt haben, wie wollen Sie das denn in Zukunft meistern? Ja, wir werden ja die Stundenzahl der Tage nicht erhöhen. Das wird ja schwierig sein. Ich glaube, was wichtig ist, eine gute Mannschaft zu haben. Man kann Aufgaben nicht alleine erledigen. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, wer Spitzenkandidat ist, dann ist der Spitzenkandidat gut beraten, sich eine Mannschaft zu bilden und Aufgabenteilung vorzunehmen. Das kann man nicht als One-Man-Show. Man gewinnt auch nicht als Einzelner eine Wahl in Niedersachsen. Das geht nur im Team. Und das ist meine Hoffnung, mit einem guten Team hier wirklich gute Arbeit zu leisten. Wenn Sie jetzt doch alleine los müssen, beschreiben Sie sich als jemanden, der bildlich gesprochen den Schreibtisch unter den Arm klemmt, raus an die Bürger geht und so Politik macht. Unsere Frage, lässt sich Politik denn wirklich so gestalten? Ja, lässt sich. Das ist genau der Politikwechsel, für den ich eintreten möchte, es anders zu machen. Nicht aus einer Rolle heraus, von einem Ort heraus, jetzt auch in Hannover heraus, aus der Staatskanzlei Politik machen. Sondern wenn wir wollen, dass die Menschen auch an Demokratie glauben, zur Wahl gehen, mitmachen, dann müssen wir auch bei den Menschen sein. Das heißt, wir müssen auch vor Ort sein, mit ihnen diskutieren und das dann in Hannover hier im Parlament umsetzen. Ich bin überzeugt, dass man das leisten kann und ich bin überzeugt, dass dieser Politikwechsel der Demokratie gut tut. Wir wollen an dieser Stelle mal einen kurzen Break machen und schauen mal zu Ihren Kollegen in den Landtag. Was sagen die denn über dieses SPD-interne Duell? Das Duell um die Spitze der SPD ist auch Gespräch bei den Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags. Die SPD hat sich für eine Castingshow entschieden und dann warten wir mal ab, wie das Ergebnis wird. Ich hoffe natürlich, dass es gelingt, die amtierende Landesregierung abzulösen. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall, mit dem Sieger dieses Wettkampfes dann zusammenzuarbeiten. Es wird natürlich schwierig sein für die beiden, sich gegeneinander zu profilieren, ohne sich jetzt zu sehr auf die Füße zu treten und dabei auch noch fair zu bleiben. Also es ändert ein bisschen an DSDS. Die SPD sucht ihren Spitzenkandidaten. Sicherlich ein interessantes Konzept, zeigt aber gleichzeitig, dass die SPD in Niedersachsen keinen geborenen Spitzenkandidat hat. Wer genau für die SPD bei der Landtagswahl 2013 antreten wird, scheint für die politischen Gegner keine Rolle zu spielen. Eher zwei schwache Kandidaten für mich. Also mein Lieblingsfavorit ist mein Ministerpräsident David McAllister. Insbesondere die CDU zeigt sich bisher unbeeindruckt vom Auftreten der Herausforderer. Ich habe den Eindruck, dass die SPD sich keinen Gefallen damit getan hat, auf diese Art und Weise ihren Herausforderer zu nominieren. Olaf Lies, Sie haben jetzt mehrmals geschmunzelt. Was war der Grund? Na, das ist, glaube ich, die typische Reaktion einer Regierung, die merkt, dass sie kurz vor der Abwahl steht. Und die eine ganz große Sorge hat. Die fragt sich nämlich, wie kann das sein, dass die SPD zwei Spitzenleute hat, die sich öffentlich darstellen, die den Mut haben, den Menschen in der aller Öffentlichkeit ihre Position zu zeigen und deutlich zu machen, wir werden die nächste Wahl gewinnen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Sorge und dann spricht man gerne mal von Castingshow und spricht von schwachen Kandidaten. Das ist typisches politisches Gehabe. Ich glaube, die merken schon, was da gerade passiert, nämlich die Vorbereitung für den Regierungswechsel. Apropos Spitzenpolitiker oder Spitzenteam, Ihr Kollege Stefan Weil hat das, was Sie nicht haben, das ist? Er ist Oberbürgermeister der Stadt Hannover und hat 5 Jahre lang hier in Hannover hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin Landtagsabgeordneter, habe eine ganz andere Ebene, auf der ich politisch tätig bin. Wie bewerten Sie denn, dass Stefan Weil so viele Unterstützer auch mobilisieren könnte? Konnte nicht nur Gewerkschaftsmitglieder, sondern auch SPD-Funktionäre aus Ihrem Bezirk? Das ist doch gut. Ich finde, dass es gelingt, einem Kandidaten Unterstützer zu bekommen. Ist ein guter Schritt, ein guter Weg. Das würde ich überhaupt nicht kritisieren. Und jeder Unterstützer, der sich äußert, ist gut. Ich finde nur, mir ist der Unterstützer, der Mitglied dieser Partei ist, genauso viel wert wie der Unterstützer, der eine Funktion in dieser Partei hat. Darauf lege ich immer Wert. Die Demokratie, die Entscheidung dieser Partei findet nicht auf einer Funktionärsebene statt, sondern auf der Mitgliedsebene. Und ich glaube deswegen, egal wer hier wen empfiehlt, werden die 65.000 Mitglieder für sich überlegen, wen sie wählen. Das ist doch genau das, was wir wollen. Deswegen bin ich gespannt darauf. Warum gewinnen Sie am 27.11. diese Wahl gegen Stefan Weil? Weil ich auf den Regionalkonferenzen deutlich machen konnte, dass ich das Land kenne und Politik für ganz Niedersachsen machen werde. Weil ich deutlich gemacht habe, dass ich Überzeugungen habe und kein Vielleicht. Und diese Überzeugungen auch bleiben. Und die müssen wir auch vorher festlegen und hinterher umsetzen. Und weil ich, glaube ich, beweisen konnte und auch in den letzten Jahren bewiesen habe, dass ich die Menschen erreichen und überzeugen kann. Es hilft ja nichts, eine gute Position zu haben. Wir müssen die Menschen auch für unsere Politik gewinnen. Olaf Lies, vielen Dank für dieses Gespräch.
Olaf Lies und unser späterer Studiogast Stefan Weil sind zwei unterschiedliche Charaktere. Das wird sich im Laufe der Sendung auch noch herausstellen. Aber beide vereint eines, sie wollen Ministerpräsident in Niedersachsen werden. Daher haben wir die Leute mal gefragt, was muss ein Ministerpräsident denn mitbringen? Was müsste der nächste Ministerpräsident für Niedersachsen Ihrer Meinung nach mitbringen? Mut, etwas Unbequemes zu sagen, ohne Angst vorm Echo. Er muss die Leute erreichen, er muss eine Sprache sprechen, die das Volk versteht. Und er muss eine Ausstrahlung haben, die ihn sympathisch macht. Größeren Bekanntheitsgrad als der momentan, ja. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass er sich für Familien und Erziehung einsetzt. Ich bin selber alleinerziehende Mutter. Mir ist wichtig, dass Schulen abgedeckt werden, dass das mit den Kindergärten und alleinerziehenden Müttern funktioniert. Das ist mir wichtig. So, ich glaube, beim Ministerpräsidenten wäre es auch sehr wichtig, was Sie für ein Wahlprogramm vorstellen. Von daher würde ich mich für sowas dann eher spontan entscheiden. Naja, er muss gut bei den Menschen ankommen, denke ich. Er muss einfach das gewisse Etwas haben, damit die Leute ihm das abnehmen können. Auf jeden Fall Humor und mehr Verständnis für junge Leute. Also meiner Meinung nach sollte er ehrlich sein und die Dinge durchsetzen, die er ja angesagt hatte. Viel Geld, würde ich sagen. Ne? Einen guten Umgang mit Menschen. Eine ganze Menge, die der neue Ministerpräsident da können soll. Ob der Herausforderer von Olaf Lies, Stefan Weil, dem gewachsen ist, können wir ihn gleich selber fragen. Weil gilt als nüchterner Macher. Dennoch ist er ein Mann mit Leidenschaft, nicht nur für Politik, sondern auch für Fußball und Rockmusik. Meine Kollegen Marian Ködel und Marco Schulze haben diese Seite an ihm kennengelernt. Stefan Weil. Gewohnt souverän inmitten der neuen Ratsmitglieder. Klare Worte gehören zu seinen Markenzeichen. Ich bin nicht der Typ Schaumschläger. Der begegnet einem ja in der Politik nicht selten, ehrlich gesagt. Richter, Anwalt und Stadtkämmerer, das waren die Stationen Weils bis 2006. Dann gewann er die Wahl zum Oberbürgermeister. Seitdem leitet der 52-Jährige die Geschicke der Stadt Hannover. Sein ursprünglicher Traumberuf hat mit seiner heutigen Funktion wenig zu tun. Als Kind hätte ich geantwortet, Fußballstar. Später hätte ich dann gesagt, Starverteidiger, also jemand, der unschuldige Menschen herauspaukt. Abschalten kann der Familienvater bei Sport und Musik. Vor allem Rocksongs der vergangenen 40 Jahre landen auf seinem iPod. Von einem Musiker schwärmt Weil besonders. Also wenn zum Beispiel Bruce Springsteen in Hannover einmal ein Konzert geben würde, ich würde mich sehr freuen, wenn ich ihn einmal aus der Nähe kennenlernen könnte. Der Kontakt zu den Bürgern für Hannovers OB selbstverständlich. Das ist das Wunderschöne am Amt des Bürgermeisters. Es gibt einen ganz dichten Kontakt zur Bevölkerung. Manchmal negativ, aber in den allermeisten Fällen sehr, sehr positiv. Das macht viel Spaß. Und so ein Richtfest einer neuen Kita, das ist ein besonders schönes Beispiel dafür. Gerade solche Veranstaltungen nutzt der gebürtige Hamburger, um sein politisches Profil zu schärfen. Gemeinsame öffentliche Auftritte mit seiner Ehefrau Rosemarie sind jedoch selten. Meine Frau ist eine selbstbewusste, eigenständige Persönlichkeit und die sagt, wie ich finde, völlig zu Recht, ich bin mehr als die Frau an deiner Seite. Und ich freue mich, wenn wir zusammen Termine haben, aber ansonsten freue ich mich dann eben auf die Stunden zu Hause. Ausgleich zur Politik findet Stefan Weil beim Fußball. Es fiele mir, wenn ich jetzt mal eher auf die leichtere Ebene gehe, wahrscheinlich richtig schwer, wenn ich auf einmal völlig aus irgendwelchen Gründen vom Fußball Abschied nehmen müsste. Das ist eine Macke, die ich habe. Ich bin wirklich ein begeisterter Fußballer, aktiv und passiv. Ich war als Achtjähriger ja zum ersten Mal im Stadion und seitdem bin ich ein Roter, nicht nur politisch, sondern auch sportlich. Der Präsident von Hannover 96, Martin Kind, kennt Weil bereits seit 13 Jahren. Insbesondere dieses Projekt der AWD Arena haben im Wesentlichen wir beide erarbeitet. Und da habe ich ihn kennen und schätzen gelernt als qualifizierten und zuverlässigen Gesprächspartner. Über Stefan Weils weiteren Weg entscheiden die SPD-Mitglieder Ende des Monats. Die absolute mega definitive Schlussanekdote meines Lebens, die gibt es nicht. Vielleicht noch nicht, vielleicht kommt die ja noch. Und er ist jetzt zu Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Stefan Weil. Hallo. Hallo. Sie haben ja vorhin davon gesprochen, Ihr absoluter Traumberuf früher als Kind, das war Fußballstar oder dann Starverteidiger. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie damals Ihren Fußballkollegen auf dem Platz gesagt hätten, ich möchte mal Ministerpräsident werden, was hätten die zu Ihnen gesagt?
Naja, als Kind hätten die im Zweifel gar nicht gewusst, was ein Ministerpräsident ist. Und wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es nicht wirklich nachvollziehen können. Ich glaube, das wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn man in so jungen Jahren sagt, man will Ministerpräsident werden. Also da sollte man vielleicht mal sich angucken, ob die kindliche Entwicklung richtig verlaufen ist. Und was sagen die Freunde jetzt? Die kennen mich lange. Also meine Freundschaften, das sind typischerweise alte Freundschaften. Und die würden mir sagen, wenn ich mich durch meine Ämter persönlich verändern würde, weil wir untereinander schon ziemlich ehrlich sind. Bis jetzt halten sie mir die Freundschaft und das nehme ich mal als gutes Zeichen. Die Menschen wünschen sich einen Ministerpräsidenten, der mit Menschen umgehen kann, der sich vor allem durchsetzen kann. Können Sie? Naja, das sind zwei Eigenschaften, auf die wird man als Bürgermeister geradezu getrimmt. Bürgermeister sind ständig im Bürgerkontakt. Das bringt unser Amt wirklich mit sich. Und ich glaube, das ist eine Tugend, die auch der Landespolitik gut tut. Denn wir haben ja im Moment unübersehbar so eine Distanz zwischen Regierenden und Regierten. Und dass jemand aus der kommunalen Ebene Verantwortung auf der Landesebene übernimmt, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und entscheiden muss ich auch täglich. Der Oberbürgermeister von Hannover, der ist Chef einer sehr, sehr großen Verwaltung. Der sitzt in vielen Aufsichtsgremien von Unternehmen mit städtischer Beteiligung. Also man kann sich schon ganz schön qualifizieren, wenn man Oberbürgermeister von Hannover ist. Sie machen also ganz schön viel. Sie haben viel gemacht bis jetzt in der Vergangenheit. Wir hoffen, Sie werden es auch in Zukunft tun. So kennen wir Sie als Macher. Was ist denn Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie denn gewählt werden? Ja, es gibt ganz sicher ein paar politische Maßnahmen, die man sehr schnell und sehr zügig vollziehen würde. Ich denke zum Beispiel an eine Änderung des Schulgesetzes. Gerade in Hannover haben wir wieder sehr unmittelbar gespürt, dass die Mehrheit der Eltern mittlerweile eine Gesamtschule für ihr Kind haben möchte nach der Grundschule. Und da haben wir nach wie vor eine Diskriminierung im Schulgesetz. Das muss sehr zügig geändert werden. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Ich war ein strikter Gegner der Abschaffung einer Stichwahl bei Bürgermeisterwahlen, weil ich finde, Bürgermeister, das sind so wichtige Ämter, die müssen auch eine hinreichende Legitimation in der Bevölkerung haben. Im Übrigen bin ich aber nicht nur sportlich, sondern auch politisch kein Sprinter, sondern ein Langstreckenläufer. Und ich würde mich zum Beispiel sehr schnell an das Projekt machen, gemeinsam mit vielen anderen Kollegen aus anderen Bundesländern dafür zu sorgen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen wieder so hergestellt werden, dass wir in Niedersachsen eine bürgerfreundliche und an der Zukunft orientierte Politik machen können. Das wird ein ziemlich dickes Brett, das da zu bohren ist. Also bitte beurteilen Sie mich lieber an meinen mittelfristigen Erfolgen und nicht an den Strohfeuern. Sie sind ja auch überzeugter Kommunalpolitiker. Was können denn die Kommunen von Ihnen erwarten, wenn Sie Ministerpräsident sind? Also ich würde mich wirklich selbst verleugnen nach so langer kommunaler Tätigkeit, wenn ich nicht anschließend auch für eine kommunalfreundliche Landespolitik stehen würde. Es gibt ganz viele Bereiche, wo das Land, wie ich finde, sich gut zurücknehmen kann, ohne dass es sich etwas vergibt. Vielleicht einfach mal wieder dieses Beispiel mit der Schulpolitik. Wer weiß eigentlich am besten, was für die Kinder gut ist? Im Zweifel die Eltern. Wer weiß eigentlich am besten, was die Eltern vor Ort wollen? Im Zweifel die Kommunen, denn die Eltern, die melden sich schon nach meinen Erfahrungen. Was spricht also dagegen, wenn das Land sagt, lieber kommunaler Schulträger, sag du uns, welche Schulform bei dir vor Ort die richtige ist und wir geben uns Mühe, dir bei der Einrichtung behilflich zu sein. Das ist so ein Beispiel, wo man einfach kommunalfreundlich sein kann. Als Sie sich darauf eingerichtet haben, ins Rathaus zu gehen bei Ihrem Antritt und das Amt des Oberbürgermeisters angetreten haben, haben Sie gesagt, das ist der schönste Job, den Sie sich vorstellen können. Jetzt doch der Ministerpräsident. Wie schwer fällt es wirklich vom Rathaus in die Staatskanzlei? Ganz schnell. Also es ist nicht eine Frage der Schönheit, dass die Lebensqualität des hannoverschen Oberbürgermeisters höher ist als die des Ministerpräsidenten. Das glaube ich sofort. Aber es ist auch eine Frage der politischen Überzeugung. Und ich will wirklich dazu beitragen, dass wir Rahmenbedingungen kriegen im Land und in den Kommunen, die uns in die Lage versetzen, die Zukunftsaufgaben anzupacken. Und da kann es nicht nur danach gehen, wo man es am kuscheligsten hat. Wir haben mal die Hannoveraner gefragt, wie die das sehen. Was wäre Hannover ohne Weil? Das gucken wir uns jetzt mal an. Was wäre Hannover ohne Stefan Weil? Ärmer, einfach ärmer. Ich finde, der Mann ist gut. Gar nichts. Ich finde, der macht sehr viel für uns Hannoveraner. Nicht so rot. Also er ist schon okay. So. Aber was wäre ohne? Dann kommt der Nächste. Ne? Was wäre Hannover ohne Schmalstieg? Es ging auch weiter. Nicht viel schlechter, nehme ich an. Mit Stefan Weil habe ich schon mal bei H1 was gemeinsam gemacht. Das ist schon lange her.
Jetzt ging es um Sie die ganze Zeit. Jetzt wollen wir auch mal wissen, was Sie zu Ihrem Kontrahenten Lies sagen. Sie kennen sicher das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Was hat denn der Lies, was Sie nicht haben? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich habe mir eigentlich abgewöhnt, etwas anderes als ausschließlich positiv über Olaf Lies zu sagen, weil wir beide sehr pfleglich miteinander umgehen und uns auch unserer Verantwortung gegenüber unserer gemeinsamen Partei sehr bewusst sind. Also ich schätze an ihm wirklich ein sehr offenes, sympathisches, selbstbewusstes Auftreten. Er ist ganz bestimmt einer, an dem die SPD noch viel Freude haben wird. Und wir können froh sein, dass wir so einen in unseren Reihen haben. Nun sind Sie vom Typ aber doch verschieden. Er ist doch, Sie sind der klare, strukturierte Typ, der nicht immer sofort alles verspricht. Olaf Lies ist da schon ein bisschen schneller. Was glauben Sie denn, welcher Typ in der Politik heute mehr gefragt ist? Nun, das ist genau die Frage, vor der die SPD-Mitglieder jetzt stehen. Und das ist eine hochpolitische Frage, weil sie auch eine Menge aussagt über den Politikstil, wie sich eine Partei den Wählern präsentieren will. Wenn ich es recht sehe, dann haben wir alles andere als vergnügungssteuerpflichtige Zeiten vor uns. Und ich glaube persönlich, dass Politiker mit Kompetenz, mit Erfahrung, mit auch Gestaltungswillen diejenigen sind, die im Zweifel am ehesten Vertrauen in der Bevölkerung hervorrufen werden. Schauen wir mal, wie die SPD-Mitglieder das sehen. In der Bevölkerung haben Sie viele Unterstützer, sei es aus Politik, auch Gewerkschaft. Nun gibt es natürlich auch Gegner. Die CDU fährt momentan ein Negative-Campaigning gegen Sie. Wie bewerten Sie das? Das ehrt mich. Wenn der politische Gegner so früh in einer Phase, wo es ihn eigentlich noch gar nichts angeht, schon solche Geschütze aufhört, dann muss ich sagen, danke für die Blumen, dass man mich so ernst nimmt. Und ich werde mir Mühe geben, diese Sorgen und Befürchtungen bei der CDU aufrechtzuerhalten. Also auch doppelte Werbung für Sie eigentlich? Ja, also ich bin nicht traurig darüber, was die Kollegen von der CDU da gerade veranstalten. Letzte Frage, ganz schnell, noch ein kurzer Tipp. Das Niedersachsen-Derby morgen, wie geht es aus? Ich glaube, 96 ist gut drauf. Ich halte ein Unentschieden für die wahrscheinlichste Lösung, aber ich kann mir auch einen Dreier für die Roten vorstellen. Vielen Dank, Herr Weil. Jetzt haben wir beide Kandidaten im Studio erlebt, doch wie haben Sie sich denn eigentlich auf den Bühnen der Regionalkonferenzen geschlagen? Stefanie Becker und Daniel Schrag haben die Entwicklung dort beobachtet. Ich würde gerne Niedersachsens nächster Ministerpräsident. Wir befinden uns hier in der Warmos Kulturhalle in Lüneburg. Hinter mir wird bereits die Bühne aufgebaut, denn heute ist der Auftakt zu den SPD-Regionalkonferenzen. 7-mal werden sich Olaf Lies und Stefan Weil um die Spitzenkandidatur der SPD in Niedersachsen duellieren. Die Konferenzen fanden in ganz Niedersachsen statt. Der immer gleiche Ablauf: Vorstellung, Fragerunde, Schlusswort. Besonders wichtig war dabei die persönliche Vorstellung der Kandidaten. Ich bin mit meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. In den 70er Jahren nicht ganz leicht für sie. Aber sie hat mir auch gezeigt, dass man für das, was man erreichen will, kämpfen muss. Also ich bin nicht nur sportlich, sondern auch ansonsten eher ein Langstreckenläufer und kein Sprinter. Das gilt, glaube ich, für den Charakter wie für den Sport. Viele Mitglieder der SPD sind gekommen, um sich eine Meinung zu bilden. Einige haben ihren Favoriten aber auch schon gefunden. Bis jetzt finde ich Stefan Weil, aber das kann sich noch ändern, wer weiß das. Ja, mein Kandidat ist der Jüngere, das ist der Olaf Lies. Also ich glaube, ich halte das hier ziemlich für unentschieden. Die sind beide sehr stark unterwegs und ich glaube auch, dass wir sehen werden nachher, wenn man vielleicht noch den einen oder anderen fragt, der da aus der Veranstaltung rauskommt, dass viele heute noch unentschlossen sind und das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen nach meiner Einschätzung. Für Mitglieder und Kandidaten der SPD ist Lüneburg ein gelungener Auftakt. Etwa 300 Gäste besuchten die Veranstaltung. Bei der Konferenz in Hannover erwartet die Partei sogar doppelt so viele Teilnehmer. Inzwischen ist Halbzeit bei den Regionalkonferenzen der SPD Niedersachsen. Im Hannover Kongresszentrum treten sich heute Stefan Weil und Olaf Lies bereits zum 4. Mal gegenüber. Bleibt abzuwarten, ob sich der Heimvorteil des Oberbürgermeisters hier heute bemerkbar machen wird. Herr Weil, heute Abend Hannover. Heimspiel für Sie? Ja, schon Heimspiel. Aber wie Fans von Hannover 96 wissen, können Heimspiele gelegentlich schwieriger sein als Auswärtsspiele. Anfangs scheinen die beiden Konkurrenten noch recht harmonisch. Im Laufe des Abends zeigt sich aber, dass dieses Mal mit härteren Bandagen gekämpft wird. Ich möchte Niedersachsens nächster Ministerpräsident werden.
dachte, bist du in der Höhle des Löwen. Also ich will mal sagen, ich bin heute unter Genossinnen und Genossen, da ist man nicht in der Höhle des Löwen. Ich bin in einer... Genau. Vielen SPD-Mitgliedern sind Veränderungen aufgefallen. Ist nun noch so, dass beide Kandidaten sich noch mehr auf den Konkurrenten einstellen. Und heute hat man ja auch von Stefan Weil auch eine andere Einstiegsrede gehalten. Da bin ich ganz froh, das ist dann noch nicht so langweilig. Sie sind vielleicht ein bisschen lockerer geworden und es geht nicht mehr, ist nicht mehr ganz so hier Schmusekurs manches Mal. Also, und das finde ich aber auch okay. Ich glaube, beim ersten Mal war Stefan Weil ein bisschen erkältet und seitdem macht er große Schritte Richtung ganz, ganz toll. Sein Heimspiel hat der Oberbürgermeister scheinbar gewonnen. Konkurrent Lies sieht's gelassen. Jetzt zur Halbzeit. Wie sehen Sie sich positioniert? Gut. Es war ja von Anfang an nicht ganz klar, wie sich das entwickelt. Und ich habe das Gefühl, jetzt nach der Hälfte der Veranstaltung, es hat sich das gezeigt, was ich erwartet habe. Wir können auf Augenhöhe miteinander umgehen. Wir sind ein bisschen anders. Das merken die Menschen auch. Das merken auch die Genossen. Und dadurch, dass 65.000 Genossinnen und Genossen entscheiden, ist das Rennen völlig offen. Man kann überhaupt nicht sagen, wie es ausgeht. Das macht die Spannung aus und das macht auch die Spannung für die weiteren drei Konferenzen aus. Zu diesem Zeitpunkt lächeln beide optimistisch in die Kameras. Bis zum Finale in Oldenburg haben sie noch dreimal die Gelegenheit, die Mitglieder für sich zu gewinnen. Herr Reinhardt, wir haben es gerade gesehen, hier wird Politik neu entwickelt. Ist solch ein Vorwahlkampf ein Prinzip für die Zukunft, gerade auch im Hinblick auf die Politikverdrossenheit? Also es ist ein Modell, das dazu beitragen kann. Ich sehe nur ein wenig die Gefahr, auch wenn man sich jetzt die Konferenzen vielleicht angeschaut hat, dass es so ein wenig Medieninszenierung ist. Und die inhaltliche Seite, auch die Mitbestimmungsfrage, reicht ja nicht aus, wenn sich zwei Kandidaten vorne hinstellen und hinterher gewählt werden, sondern es muss auch Möglichkeiten geben, um wirklich auch den Bedürfnissen von Mitgliedern und anderen potenziellen Wählern gerecht zu werden, dann dort programmatische Mitbestimmung zu ermöglichen. Dies allein, glaube ich, reicht nicht aus. Sie haben in Ihrer Dissertation ja auch über die SPD-Krise auch nach der Gerhard Schröder-Zeit geschrieben. Würden Sie jetzt damit sagen, oder haben Sie das eben ein bisschen so angedeutet, dass das also kein Weg raus ist, oder ist es der Weg raus? Ja, ob das ein Weg raus ist, das wird sich zeigen. Es kann aber nur ein Auftakt sein. Also wenn es jetzt so sein wird, der Kandidat ist gewählt und dann macht er im Grunde genommen das, was er möchte, ohne die Partei einzubinden, ohne die Mitglieder einzubinden, ohne vielleicht auch Diskussionen mit Wählern zu ermöglichen, wird das meiner Meinung nach überhaupt nicht ausreichen, weil dann der Effekt entsteht, sie durften den Kandidaten wählen, aber danach darf der dann wieder machen, was er möchte. Das, glaube ich, wäre ein ganz zentraler Fehler, den die SPD nicht machen sollte. Blicken wir schon ein paar Monate voraus auf die Landtagswahl. Welche Bedeutung hat denn die Landtagswahl auch für die Bundestagswahl, die im gleichen Jahr stattfindet? Ja, es wird ja immer jetzt so gesagt, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so zentral sein wird. Es ist so ein bisschen wie 1998, da ist Schröder gewählt worden und das wollen wir jetzt nochmal wiederholen. Ich würde das nicht so sehr aufbauschen, wie es jetzt gemacht worden ist. Es ist eine Wahl, die sicherlich auch schon einmal so etwas wie ein, wie es immer so schön heißt, Showdown sein könnte im Hinblick auf die Bundestagswahl. Aber es ist nicht alles. Auf der Bundesebene spielen ganz andere Themen nochmal eine wesentliche Rolle. Es können dann aktuelle Themen noch hinzukommen. Also es wird nicht ausreichen, diese Wahl zu gewinnen. Im Übrigen kommt es dann auch darauf an, wenn ein SPD-Kandidat überhaupt gewinnen sollte, wie ist die Performance in den ersten Monaten? All das wird natürlich auch genau beäugt, auch um die Glaubwürdigkeitsfrage, die jetzt immer angesprochen worden ist, dann ernst zu nehmen, sodass da also viele Faktoren eine Rolle spielen werden und das überhaupt kein Selbstläufer sein wird. Noch sind wir ja nicht ganz so weit. Momentan hat sich ja die Partei für eine Urwahl, das heißt diese Mitgliederbefragung, entschieden. Kevin Knauer und Robert Dost haben mal geprüft, inwiefern sie den modernen Zeiten entspricht. Wer hätte das gedacht? Zurück zur Basisdemokratie. In Niedersachsen dürfen alle Mitglieder entscheiden, wer dem coolen David McAllister das Ministerpräsidentenamt entreißen soll. Oh, sagt sich da auch der stets online Juso. Das finde ich gut. Aber Moment mal, am 27. November ist ja auch der Juso-Bundeskongress. Naja,
Macht ja nichts, dann machen wir halt eine Internetabstimmung. Aber was ist das? Wählen darf nur, wer auch persönlich vorbeikommt. Von wegen Online-Voting. Noch nicht mal Briefwahl ist erlaubt. Urnenwahl, das ist das Stichwort. Urnenwahl? Ja, geht's noch altmodischer? Das war in den 80ern schon moderner. Da wurde der Telefontät eingeführt. 1981 bei Wetten, dass. Auch wenn es am Anfang noch nicht jeder verstanden hat. Also pass mal auf, wenn die Jungs gewinnen, jetzt geht's los. Ja. Wenn der andere gewinnt, nein. Ja. Okay. Ja. Ja, ja. Das ist eine schwere Nummer jetzt. Ja, selbst Ende der 60er Jahre war man dann nicht so altmodisch. Mit dem Lichtschalter durften die Zuschauer abstimmen, wer bei Wünsch dir was gewinnen sollte. Und es gäbe doch noch so viele andere Möglichkeiten. Wie wär's denn damit? Oder so? Und so kann man sich doch auch zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Naja, so dann vielleicht auch nicht. Na, immerhin gibt es überhaupt eine Abstimmung. So lange ist es schließlich noch nicht her, dass einfach der mit der Keule gewonnen hat. Nun findet die Urwahl an einem Sonntag statt, noch dazu der Castortransport. Herr Reinhardt, was ist mit den Menschen, die arbeiten müssen? Wie müsste Ihres Erachtens eine zeitgemäße Urwahl aussehen? Und wir erinnern uns dafür noch mal kurz, die Mitgliederbefragung wurde 2010 erst in die Satzung aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es doch schon Briefe und auch das Internet. Ja, also da scheint die SPD tatsächlich noch zurück zu sein hinter den moderneren Methoden der Wahl. Sicherlich wird es zukünftig so sein müssen, auch das zeigt ja so ein Aufkommen einer Partei wie der Piratenpartei, dass auch Online-Wahlen möglich sein müssen. Da gibt es ja auch die technischen Mittel sicherlich dafür. Und da muss die SPD dann eben auch langfristig zusehen, dass sie sich da entsprechend reformiert, auch um die jungen Leute zu mobilisieren, wenn sie mobilisieren möchte, die jetzt vielleicht eher zu den Grünen oder zur Piratenpartei eben gegangen sind. Das ist ja eine erhebliche Schwäche der SPD. Glauben Sie, die SPD hat sich vielleicht mit dieser Entscheidung ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten? Das muss man abwarten, wie viel tatsächlich, weil sie arbeiten müssen, da nicht hingehen können. Symbolisch und für die Öffnung der SPD ist es natürlich eine ganz zentrale Frage. Und die muss sie lösen. Wahrscheinlich wird das auch dazu führen, dass andere Parteien ihr das vorhalten werden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Man muss eben abwarten, ob das tatsächlich ein entscheidender Fehler gewesen ist. Das ist schwer zu beurteilen. Aber es wird natürlich einer Piratenpartei die Möglichkeit geben, die SPD dann ganz deutlich zu kritisieren an der Stelle. Sie haben eben das Stichwort schon mal genannt, Piratenpartei. Wenn wir jetzt mal daran denken, ein Jahr weiter, zwei Jahre weiter, im Januar 2013, was glauben Sie, wie könnte sich bis dahin das politische Terrain verändern? Ja, also momentan sieht es ja so aus, als würde der Wähler weggehen von den Volksparteien, also von der Union und von der SPD hin zu Grünen, Piratenpartei. Auch die Linken haben ja leicht verloren in den Umfragen in den letzten Monaten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Piratenpartei kein Durchlauferhitzer ist, weil sie doch fast so etwas wie eine Milieupartei sind. Vor allen Dingen in den Großstädten, wo es halt eine ganze Reihe von jungen Leuten gibt, die in diesem Milieu groß geworden sind und dort auch tätig sind, berufstätig sind oder sich dort engagieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Piratenpartei auch längerfristiger erhalten bleibt. Also so, dass natürlich die Koalitionsfrage ganz schwierig wird für die SPD, denn sie wird wahrscheinlich, wenn es so läuft, dann keine rot-grüne Koalition eingehen können, weil die Stimmen dann nicht reichen. Aber das muss man abwarten. Bisher haben wir nur um die SPD-Kandidaten geredet. Die CDU hat keine Sorgen, denn die hat ja ihren Ministerpräsidenten bereits, David McAllister. Das ist ein Verfahren, das die Sozialdemokraten in Niedersachsen zu verantworten haben. Ich werde mit Interesse das Ergebnis am 27. November zur Kenntnis nehmen. In der Zwischenzeit gilt, die CDU in Niedersachsen hat einen Spitzenkandidaten und einen Ministerpräsidenten. Die SPD hat weder noch und man zerstreitet sich jetzt auch noch über diese Frage. Das ist eine relativ gute Ausgangsposition für mich. Haben Sie denn einen Lieblingskonkurrenten für 2013? Das werden die Mitglieder der SPD schon alleine entscheiden können. Ich bin aus guten Gründen kein Mitglied der SPD und bin deshalb auch nicht wahlberechtigt.
Herr Reinhardt, was glauben Sie, wer von beiden, Weil oder Lies, kann McAllister mehr Paroli bieten? Wer kann ihm gefährlicher werden? Ja, da gibt es zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal ist es so, dass die Erfahrung, die Stefan Weil mitbringt als Oberbürgermeister, natürlich ihm die Rolle zuspielt, dass er sagen kann, ich werde das machen können. Ich habe die Erfahrung, die ich einbringen kann, und ich kann das hannoveranische Modell auch dann eben entsprechend dort umsetzen, also sozial integrativ und so weiter, auch was dort praktiziert worden ist, auch im Umgang mit Gewerkschaften und so weiter. Das könnte seine Stärke sein. Seine Schwäche dabei ist sicherlich, dass er so ein wenig so einen technokratischen Habitus hat, dass er die Menschen nicht so sehr gewinnen kann, nicht ganz so stark und gut gewinnen kann, wie das Olaf Lies eben kann. Also Olaf Lies könnte so einen Faktor entwickeln an den politischen Eliten und Funktionären vorbei, dass die Mitglieder sagen, wir wollen jetzt eine ganz neue Figur, ähnlich wie Barack Obama in den USA. Auf der anderen Seite weiß man bei Olaf Lies nicht genau, was er dann wirklich umsetzen wird, weil er einfach ein Neuling ist. Und das kann natürlich auch schiefgehen, das ist völlig unklar. Insofern, der Mobilisierungsfaktor ist ganz wichtig für die Wahlen. Und um in die Mitte sozusagen hinein zu mobilisieren, ist wahrscheinlich Stefan Weil geeigneter. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass Olaf Lies die eigene Klientel vor allen Dingen besonders gut mobilisieren könnte. Insgesamt in der Bilanz würde ich sagen, vielleicht liegt Weil da etwas vorne, aber auch insgesamt wahrscheinlich durch eben die beiden Bezirke, Bezirk Hannover und Braunschweig, die ihn ja nominiert haben. Aber ich glaube, dass das Rennen offen ist und dass beide wahrscheinlich McAllister auch Paroli bieten könnten. Stand jetzt, wie groß sind die Chancen auf einen Politikwechsel 2013? Ich vermute mal, dass der Politikwechsel ziemlich wahrscheinlich ist. Und das liegt an der Schwäche der FDP. Und es wird sich dann herausstellen müssen, welche Koalitionen möglich sein werden. Und das wird die ganz wichtige Frage sein. Ich habe ja schon was zur Piratenpartei gesagt. Also ich vermute, dass die jetzige Koalition abgelöst wird. Und die spannende Frage wird sein, durch wen wird sie abgelöst? Und das ist vollkommen offen. Weil da natürlich auch noch Dynamiken mit hineinspielen können, aktuelle Themen, die bislang vielleicht noch gar nicht auf der Tagesordnung waren. Herr Dr. Max Reinhardt, erst einmal vielen Dank für diese Analyse bei uns hier im Studio. Gerne. Zum Schluss gibt Daniel Schrag seine Einschätzung nach der letzten Regionalkonferenz gestern in Oldenburg. Auch beim Finale in Oldenburg ist jeder Platz besetzt und die beiden Kandidaten harmonisch wie immer. Wir schießen auf dasselbe Tor und das gehört schwarz-gelb. Darum geht's heute Abend. Dennoch, wenn Hannover ein Heimspiel war für Stefan Weil, geht der Punkt diesmal an Olaf Lies. All die Ziele und Projekte, die vor uns liegen, die kann man nicht alleine schaffen. Dafür brauche ich euch, dafür brauche ich eine Mannschaft, dafür brauche ich eine starke SPD mit 65.000 überzeugten Genossinnen und Genossen. Ein schöner Abschluss. Die letzte Regionalkonferenz neigt sich hier in der Kulturetage in Oldenburg langsam im Ende zu. Schon zu Beginn der 7 Veranstaltungen war klar, dass die beiden Kandidaten keine allzu unterschiedlichen Positionen einnehmen. Obwohl der charismatische Newcomer Lies die Herzen vieler SPD-Mitglieder für sich gewinnen konnte, hält ein Großteil den erfahrenen Kommunalpolitiker Weil nach wie vor für den stärkeren Kandidaten. Für die SPD stellt sich aber nach wie vor die Frage am 27. Wer hat die besseren Chancen gegen McAllister? Noch 9 Tage, dann entscheiden die SPD-Mitglieder, wer am 1. Advent die Siegerkerze anzünden darf. Mein Kollege Marco Schulz und ich verabschieden uns hiermit von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Wiederschauen.